Shalom und herzlich willkommen zurück. So, vielleicht bringt mir das ja was. Ich habe jetzt so verdammt fucking viel rumprobiert und habe es endlich geschafft. Wir haben jetzt die Fat Lady auf der 1, wir haben den Little Bird auf der 2 und wir haben den Grimy Bird, der ziemlich grimmig guckt, auf der 3. Lieber nicht. Ein Gerät, das eher die Idee hätte von... Okay. Irgendwas wird noch die Endlösung sein. Wir brauchen jetzt auf jeden Fall die, glaube ich, noch normale Geschwindigkeit. Ich werde sie mal wieder ein bisschen narkotisieren. Medikation für Katzen. Wie entspannt sie auf einmal ist. Oh, wie süß. Okay, habe noch ein paar Carpoms übrig. Ich habe hier diese Geschenkgutscheine aus Tonis Laden. Weg damit. Geschenkgutscheine verifiziert. Ein leichtes Bleigewicht aus Lager 1. Geben Sie nun die Adresse ein. Wohin? Ich könnte es ja diesmal... Die können Sachen fragen. Was sag ich nur? Keine Ahnung. Adresse verifiziert. Was? Versand wird initiiert. Oh mein Gott, wie süß! Frankierung wird gescannt. Ich will auch so eine Katze haben. Katze. Fehler. Das Paket ist doppelt überfrankiert. Paket mit Frankierungsstufe 3 ist ungeeignet für den Transport kleiner Güter. Auffüllung, das wissen wir doch schon mittlerweile. Knickerfolie startet. Knicke die Knick. Oh yeah. Ein schweres Paket wird verschickt. Let's fetz. Sprach die Taube, flog den Ventilator. Taubenverschlag wird gestartet. Das ist dein großer Einsatz. Flieg, Täubchen, flieg. Gott, wir haben Polsterfolie und abgeschütztes Paket. Was ist das bloß für eine Welt, in der man sich nicht mal mehr auf das Erdmagnetfeld verlassen kann? Warum ich so komisch rede? Weil sie neuerdings Sprachaufnahmen nach Worten berechnen, darum. Okay. Ah, Knickerfolie. Wer liebt sie nicht? Entspannung pur. Knick. Knick, hehe. Komm schon, ich weiß, du willst es auch. Knick, knicke die Knick, oh yeah. Fehler. Bist du erguckt? Auf einmal. Ist was? Soll ich dich lieber allein lassen? Knicke die Knick, oh yeah. Wie du willst. Boah, jetzt ist bei ihm endgültig eine Sicherung rausgesprungen. War ja abzusehen. Knicke die Knick, oh yeah. Also, sie geht wirklich gerade echt die Party ab. Ich wollte eigentlich das Paket noch mitnehmen. Ich hoffe, ich kann das überhaupt mitnehmen. Ich will ihn lieber nicht stören. Er sieht so glücklich aus. Ein Zettel. Jemand hat Löcher in den Zettel gestanzt und sie dann nummeriert. Dem Postbot muss echt langweilig gewesen sein. Okay. Ich wollte noch an die Ersatzkatzenschublade. Oh, wie süß. Hey, der Kasten der Ersatzpostkatzen ist gepolstert. Mit Ersatzpostkatzenkastenmatratzen. Eine für sofort und eine für unterwegs. Guck mal, was das Jemand ist, hat ne? Löcher in den Zettel gestanzt und sie dann nummeriert. Dem Postbot muss echt langweilig gewesen sein.
Hätte ich mir vorher mal angucken sollen. Jemand hat Löcher in den Zettel gestanzt und sie dann nummeriert. Dem Postbot muss echt langweilig gewesen sein. 1, 3, 2, 3. Ob es einen Zusammenhang zwischen dem Zettel und dem Code gibt? Bestimmt nicht. Sonst wäre ich schon längst darauf gekommen. Das war wohl falsch. Warte mal. Ich habe natürlich jetzt nicht gemerkt, wie der dämliche Zettel. Ob es einen Zusammenhang zwischen dem Zettel und dem Code gibt? Bestimmt nicht. Sonst wäre ich schon längst darauf gekommen. Vor allem 1 zu 3 zu 2 zu 3. Quatsch, nein. Nochmal. 1 zu 3 zu 2 und zu 3. Wieder falsch. Aber ich hab doch schon 2. Sechs. Wieder falsch. Nein, war es nicht. Ach, die Postfächer. Das ergibt gerade so viel Sinn. Ich brauche unbedingt einen Zettel und einen Stift. Ich habe jetzt hier einen Zettel, aber... das ist natürlich jetzt... ja, ne, und sonst so. Ja, hat man hier. Das ist natürlich typisch Gamer. Hat alles am Platz liegen. Wirklich alles Mögliche. Nur keinen verdammten Stift. Kann ich es mir merken? Nein, kann ich nicht. Ich nehme einfach mein scheiß Telefon, na klar. Das ergibt doch am meisten Sinn. Ich bin gerade echt richtig, richtig, richtig schweinefroh, dass ich keine Facecam habe. Ich mache jetzt einfach ein Bild davon. Ein Screenshot mit meinem Telefon von dem Bild. Okay. Ein Tipp für die Zukunft. Blitz aus. Knips. Das ist irgendwie echt pathetisch. Das ist irgendwie sehr pathetisch. Das gibt mir auch so ein bisschen das, Geräusch von dem... Nicht über mein Telefon aufregen. Alles wird gut. Das reagiert bloß gerade nicht. Vollkommen normal. Ein Hoch auf ein Smartphone. Wir können ja schon mal anfangen mit der ersten Kombination. Okay, zuerst 3, 6. Lol. Dann haben wir... Nein. Was? Okay. 4. Das ist gerade scheinbar ein sehr interessanter Bug. 1. Wieder falsch. Nein.
Ich gehe mal zurück zum tatsächlichen Zifferblatt. Okay, nochmal. 3, 6. Aber wir haben doch jetzt gar keine 0. Wir haben doch bloß das LOL. Okay. Dann haben wir 1, 1, 6. Dann haben wir 2. Wieder falsch. Ey, komm, jetzt wirst du mich aber echt verarschen. Es gibt doch gar keine 0 auf diesem Ziffernbrett. Es gibt doch bloß ein LOL. Er sagt zuerst 360. Dann 116. Aber es steht eine 3 hinter. Ach. Das ergibt immer noch keinen Sinn, aber ich versuche einfach mal was. 3, 6, 0, 1, 1, 1, 6. Wieder falsch. Vielleicht sind die Zahlen, die dahinter stehen, ja auch gar keine. Gar keine Reihenfolge, sondern eine Extrazahl. Aber es gibt keine verdammte Null. Wieso ist. Sechs. Das ist doch hier aber ganz, ganz eindeutig eine Null. Das ist doch ganz eindeutig eine Null. Ich werde nochmal kurz auf den Zettel gucken. Anders kann man es ja nicht halten, weil ansonsten die Löcher so nicht passen. Ich habe doch noch eine Idee. Wir versuchen mal was. Wir haben jetzt die 360 als erstes. Davon nehmen wir mal die erste Zahl. Von der 116 nehmen wir mal die dritte Zahl, nämlich die 6. Von der 245 nehmen wir die zweite Zahl, also die 4. Und von der 489 nehmen wir die dritte Zahl, nämlich die 9. Haha, Rufus in the house. Und gleich ist er im Safe. Jetzt ist er schon im Flur. Hier stößt er sich den Fuß. Aua, aua, au. Yeah. Oh Gott. Okay. Gut. Wir haben 2 Ersatzkatzen und ein Mikrofon. Ich werde das Mikrofon mal ganz schnell hier anstöpseln. Fehlt nur noch der Hörer. Ja, sind wir bei den Webvogeln mit. Können wir bestimmt noch gebrauchen. Fehlt nur noch der Hörer. Fehlt nur noch der Hörer. Das habe ich mitbekommen. Aber wie kommen wir jetzt an die Kopfhörer ran? Die hat ja definitiv der Kollege auf dem Hörposten. Auf dem Horchposten. Vielleicht steht er ja auf Wipfvögel. Damit kennt sich der Kerl doch überhaupt nicht aus. Das Einzige, was er kann, ist diese Dinger da zu. Und in diese Rohre. Der Punkt ist, er ist kein Universalgelehrter wie ich. Das ist niemand. Er kann nichts auf. Hey! Er ist ein adäquater Ersatz für Wenzel. Ja. Ich mach hier mal ganz kurz die Tür zu. Ich quatsche hey, noch mal kurz an. Hallo. Hm? Ja, was gibt's? Darf ich jetzt vielleicht den Kopfhörer haben? Was? Nein, die brauche ich für meine Arbeit. Also, nerv nicht. Ich geh dann mal. Mach das. Du solltest eigentlich ohnehin nicht hier sein. Sehe ich genauso. Ja, davon abgesehen. Damit kennt sich der Kerl doch überhaupt nicht aus. Das Einzige, was er kann, ist diese. Und in diese. Der Punkt ist, Ja,
haben jetzt außer dem Telefonisten, dem Patchschrank, nichts, was wir hier oben machen könnten. Und wir brauchen diese vermaledeiten Kopfhörer. Ich kann mir meinen Papagei geben. Die muss ich nicht kreuzen. Das würde dem Papagei wahrscheinlich gefallen, kann er aber vergessen. Der kennt seinen Papageien schon sehr gut. Warum mit Lachglanz? Damit kennt sich der Kerl doch überhaupt nicht. Das Einzige und den... Der Punkt... Das könnte ich den ganzen Tag machen. Okay, jetzt haben wir einen betörten Papagei. Der hat mich eh genervt. Vielleicht können wir den... Damit kennt sich der Kerl doch... Das Einzige... Und den... Der Punkt... Vielleicht mit Espresso. Kennt sich der Kerl... Das Einzige... Und den... Ich überspringe das mal ganz kurz. Das haben wir jetzt schon so oft gehört. Puh. Das sollte erstmal gehen. Meine Güte. Das ging ja langsam, ganz langsam auf den... So ganz langsam auf den Senkel. Von Malotik aufwecken sollten. Ja, trink mal schon Espresso. Ich wette, er wäre immun dagegen. Wahrscheinlich. Oh, was in sehr in meinen entzündeten Augen. Wir können unseren Trichter mitnehmen. Den habe ich ja vorhin voll vergessen. Schluck dies, Low-Tech. Versuch das ja nicht, tot Erich. Ich reiß dir den Kopf. Der war mir eh zu schade für den Trichter. Ja, definitiv. Dann schön auf dem ganzen verbrannten Raum da hinten. Lotti, meine Schöne. Hallo, Lotti. Du schon wieder? Das ist eine sehr interessante Frage. Von wo aus kann ich ein Funkgespräch führen? Da sprichst du am besten mit dem Telefonisten. Ich verschwinde. Hab ich schon. Lass ich schon. Dich nicht aufhalten. Ich habe lange genug gewartet. Jetzt heißt es Nägel mit Köpfen machen. Oh yeah. Wofür ich alle Zeit der Welt habe. Okay. Was hat sich denn in Kuwa getan in meiner kurzen Abwesenheit? Geh mal zu Toni. Ich muss weg. Das sag ich, aber du... Von wegen Arbeit. Sie sitzt nur rum und dreht Däumchen. Das kann ich auch. Hier hing mal der Käfig von Tonis Wellensittich. Aber auch er hat es nicht lange mit ihr ausgehalten und ist ausgebüxt. Er ist an Altersschwäche gestorben. Ist doch egal. Nachdem du ihn versehentlich mit Progerie infiziert hast. What? Also meine Version war lustiger. What? Okay, wir haben das Fenster, wir haben die Kurbel. Können wir noch was kurbeln? Nur was? Da ist ja nicht einmal mehr ein Krümel drin. Das habe ich befürchtet. Haben wir noch Kram? Kann man so einen Haken nehmen? Finger weg von meinen Sachen. Gewichte, Anker, Metallstiefel, Haken. Was man halt so braucht, um ewig auf der Stelle zu treten. Weisere Worte wurden nie gesprochen. Ab ins Dorfzentrum. Ja, mal gucken, was unser neureicher, fast Gefuselfreund Wenzel dazu sagen hat. Ich hab schon nicht mehr gesehen. Den kleinen Racker. Wenzel! Wo bist du? Eine Quelle? Da, ich sehe Steine. Und da schwimmt ein toter Käfer. Klares Wasser. Okay. Vielleicht ist er im Badezimmer.
Hm. Mal zu. Quietsch. Kein Wenzel. Keine Möglichkeiten. Ich gehe mal zu Tonis Hütte. Vielleicht haben wir hier was Neues. Aus wie immer. Schildfenster noch nicht nachgewachsen. Ne. Mehr ist wohl nicht zu holen. Reicht ja auch. Mehr ist wohl nicht zu... Reicht ja. Hm. Oh, was für eine Plörre. Irgendwie... immer noch dasselbe wie vorher auch. Vielleicht können wir... Ich quäle keine Tiere und im Gegenzug helfen sie mir. Damit kriege ich die Schlafmütze auch nicht wieder wach. Aber hiermit ist was. Hey, du, aufwachen! Geh doch, Schnarchschnabel. Aber jetzt. Ich quäle keine Tiere und im Gegenzug helfen sie mir dankbar bei meinen Experimenten. Gold trinkt ihren Kaffee schwarz. Das soll ja auch nicht für Gaul sein, sondern für die Kätzchen. Das muss nicht umgefüllt werden. Ich quäle keine Tiere und im Gegenzug... Au, jetzt habe ich mir... Blödes... Hey, aufhören! Nicht mit der Wünschelrute spielen! Nein, sie würde ihn nur in Stücke reißen und ihn anschließend exakt frankiert nach Porta Fisco schicken. Mit Sicherheit. Das ist die Wünschelrute von mein... War gerade echt süß, muss ich sagen. Die Maus ist schon vor langer Zeit abgehauen. Was nicht heißt, dass ihr Plan besser war als meiner. Natürlich nicht. Vielleicht können wir eine von den Ersatzkatzen mal. Hier gibt es nichts mehr zu fangen. Die Maus ist schon vor langer Zeit abgehauen. Was nicht heißt, dass ihr Plan besser... Ja, das ist ja gut. Hm. Jetzt haben wir auch schon ausgeräumt. Vielleicht finden wir hinter Toni zu dir irgendwas. Nope. Nope. Gehen wir mal anrufen das Zimmer. Hier haben wir aus den alten Fluchtplänen mit dem Fernrohr auch nichts weiter. Hm. Sind die guten Einfälle etwa schon wieder vorbei? Dann gehe ich mal zu Hanek. Hallo, Hanek. Ich schenke dir mal eine von meinen Katzen. Süß. Wir hatten auch mal Katzen. Leider taugten sie nichts als Minengas-Frühwarnsystem. Sie sind immer weggelaufen, anstatt tot von der Stange zu kippen, wie es sich gehört. Ja. Was ist mit dem Wippvogel hier? Ach, witzig. Ich habe genauso ein Ding vorhin im Schrott gefunden. Haha, witzig, genau. Es ist ja nicht so, als hätte ich Ewigkeiten danach gesucht oder so. Das wäre ja auch schön dämlich. Die Teile findet man doch überall. Das stimmt. Lonzo, es wieder gut machen. Hier, zwei Kätzchen. Lonzo. Ah, Rufus. Bist du gekommen, um mir beim Aufräumen zu helfen? Weißt du, ist gerade schlecht. Ich komm später. Lonzo. Ah, bist du gekommen. Ist gerade schlecht. Ich komm. Auch nicht. Gehen wir einfach mal in die Notfallstation. Vielleicht können wir Go mit ein paar Kätzchen den Tag versüßen. Dafür brauche ich nur mein gutes Aussehen und meine Gentleman-Manieren. Aber ich behalte das mal als Plan B im Hinterkopf. Okay. Vielleicht füllen wir noch einmal ein paar Ballons auf. Nein, sie würde ihn nur in Stücke reißen und ihn anschließend exakt frankiert nach Porta Fisco schicken. Kaputt. What? Was war denn das jetzt?
kaputt. Ich, okay. Nein, sie würde ihn nur in Stücke reißen und ihn an... Aber wenn das jetzt hier der Wippvogel macht, das ist natürlich vollkommen in Ordnung. Hier, komm, ein Papagei. Dafür brauche ich nur mein... Aber ich behalte... Solche Gizmo. Tratschtanten muss sich Gizmo schon den ganzen Tag über die Notrufsäule anhören. Tratschtanten und Petzen. Schlimm. Jens, schlimm. Ja, eine Katze zur Beruhigung. Gizmo hat meine Philosophie zur Umverteilung von Besitzeigentum noch nie verstanden. Und dabei geht sie nur in eine Richtung. Aber ich wollte ihm doch gerade die Katzen geben. Gizmo hat meine Philosophie... Und dabei geht... Nicht ganz das, was ich mir vorgestellt hatte. Absolut nicht. Auf was können wir denn jetzt die Katzen loslassen? Ich gehe mal kurz aus Kubak raus. Tja, ein geübter Matador wie ich weiß. Ah, das ist doch immer wieder witzig. Der Truck von Schnucki Poo. Und wieder mal stehe ich an dem Punkt, wo ich absolut keine Ahnung habe, was ich tun soll. Und damit ihr euch nicht ebenfalls weiterhin langweilen müsst, beende ich einfach mal diese Folge. Und wir sehen uns dann wieder, wenn es heißt Deponia. Na denn, vielen Dank für eure Zeit, vielen Dank fürs Zuschauen, Rinjahorn, wir sehen uns bis zum nächsten Mal. Tschüss.